So, und wieder ein Part, ein weiterer Part für diesen Tag. Und da steht jetzt der sechste Part, den ich glaube ich aufnehme. Ja. Das ist auch spannend, was hier also passiert. Sind zwar kleine Parts, aber ich hatte jetzt schon einiges. Wuff, wuff, wuff. Dieser Wuff, wuff, der ist doch keiner. Komm hier auch auf. In Ordnung. Hallo? Ja, keiner. Wenn wir jetzt hier hingehen, machen wir alle auf. Ich höre euch. Unterbrecht meine Konzentration nicht. Selbst jetzt wollen die Dämonen ihre Zahl erhöhen. Muss man sich bei euch für dieses willkommene, aber wohl nur vorübergehende Ungleichgewicht bedanken? Der alte Magier, der Wächter? Ihr seid noch am Leben? Nur fast. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Und die anderen so viel essen würden. Der Soldatengipfel muss von der Dämonenplage befreit werden. Einverstanden. Das muss oberste Priorität haben. Es ist das Einzige, was zählt. Ich will ein paar Antworten. Auf welche Fragen denn? Nur zu, stellt sie. Ihr habt ja all die Jahre überlebt. Die Kirche verbietet närrischerweise Blutmagie. Dabei gibt es noch so viele Geheimnisse zu enthüllen. Während mein Körper verweste, fand ich Methoden, ihn am Leben zu halten. Aber das geht nicht ewig so weiter. Okay. Sophias Urenkel hat mich hergebracht. Irgendwie, nur so. Meister Magier, Sir. Der Name meiner Familie gilt seit über einem Jahrhundert nichts mehr. Habt ihr einen Beweis dafür, dass Sophia heldenhaft gehandelt hat? Der Junge, der sich in den Nebel wagte. Ihr seid also meinem Ruf gefolgt. Und ihr seid ein Dryden. Wahrhaftig, der Kosmos hat Sinn für Humor. Beantwortet einfach nächste Frage. Eure Ur-Urgroßmutter war die beste von uns allen. Tapfer, charismatisch, feurig. Dem Kampf bedingungslos ergeben. Dennoch haben wir verloren. Wir kämpften gegen einen Tyrannen, wisst ihr? Wir waren so voller Energie. Und hatten keinen Blick für die Konsequenzen. Aber einen Beweis? So etwas gibt es nicht. Ich möchte euch etwas anderes fragen. Ja? Erzählt mir, was hier passiert ist. Wozu sollte ich nun den Geschichtenerzähler mimen? Der Tyrann Arlend ist längst verstorben. Ebenso wie all unsere edlen Mitverschwörer und ihre große Rebellion. Sophias Leiche mag herumlaufen und reden, aber auch sie ist nicht mehr. Inwiefern war Arlend ein Horn? Er herrschte mit Furcht und Hinterhalt. Seine Tücke brachte die Adligen in schrecklichem Kampfe gegeneinander auf. Wir hielten ihn für ein Monster und sammelten Verbündete, um gegen ihn zu rebellieren. Doch die Jahre haben unser Scheitern obsolet gemacht, nicht wahr? Damals schien es so dringend zu sein. Aber das Königreich existiert nach wie vor. Der Todesmagie-Schleier von Morrigan, ey.
Muss ich doch wissen, dass die Beschwerung so viel als den Mond herrscht war. Möglich. Aber es bedeutete Überleben. Unsere letzte Zuflucht. Monatelang bereitete ich die Beschwörungskreise vor und stellte in den dunkelsten Tiefen des Nichts Nachforschungen an. Es war ein Moment des Triumphes. Dutzende von Dämonen, gerufen durch meine Hand. Aber der Unklarheiten waren so viele, dass Berechnungsfehler unvermeidbar waren. Ah, ich war so nah dran. Wusste der Kommandant von Leiden von den Dämonen? Sie hat den Befehl erteilt. Ich hätte die Dämonen ohnehin beschworen. Nur unter Wächtern kann wahre magische Forschung stattfinden. Eine Chance, um die Geheimnisse des alten Tevinter wieder ans Tageslicht zu bringen. Erinnert ihr euch, wohin das geführt hat, die schwarze Stadt, die dunkle Blut? Die Kirche lügt, um Magier zu versklaven, um sie mundtot zu machen. Wisst ihr, dass die Kirche im Unrecht ist? Und woher wisst ihr, dass sie recht hat? Ihr Glaube würde es durchaus zulassen, dass ihr für einen kleinen Vorteil ziemlich viel schlucken müsstet. Ja. Schon, ja, ist schon schuld, dass die Dämonen in der Nähe sind. Aber, ich frage mich, eine Schuld, es gibt Dinge, die man einfach nicht tut. Ja, eigentlich haben wir schon recht, ja. Und wer zieht die Linie dessen, was sicher angebracht oder moralisch ist? Die Kirche? Korrupte, profane, lächerliche, kleine Männer. Ihr folgt dem wichtigsten Grundsatz der Wächter. Alles ist erlaubt, wenn es den Sieg beschert. Ich hab angefangen. Ja? Haben wir noch was? Was war der Sinn unserer Experimente? Haltet die Flut der Dämonen auf! Korrigiert die Fehler der Vergangenheit. Blutmagie kommt von den Dämonen. Gegen alles, was ich wusste, kannten sie eine Gegenmaßnahme. Außer die Verderbtheit der dunklen Brut. Die ist ihnen fremd. Und darin liegt Macht. Welche Macht? Die Wächter verwenden sie nur, um dunkle Brut aufzuspüren. Eine Trivialität. Meine Forschungen haben sehr viel mehr ergeben. Und alles deutet darauf hin, dass noch höhere Ebenen erreichbar sind. Dieses Wissen könnte nicht nur den Soldatengipfel retten. Damit könnten die Wächter sogar noch mächtiger werden. Schon mit den großen Waren nicht. Ja, das ist falsch, das ist besser als die Morgen. Ja. Fragestunde ist vorbei. So sei es. Ich habe nur eine Bitte. Wenn Gerechtigkeit oder Rache euch treiben, so haltet zumindest so lange ein, bis das mit den Dämonen geklärt ist. Sehen Dämonen nicht ein bisschen auf einen gesamten Dämonen aufbauen. Das reicht für den Moment. Wir müssen in die große Halle. Dort werde ich wieder gut machen, was mir vor so langer Zeit missglückt ist. Es wird sicher gefährlich. Die Dämonen werden uns jeden Schritt unseres Weges bekämpfen. Kommt! Okay, warte mal.
Ich hoffe, ne? Nicht, dass wir eigentlich nicht lang. Das ist halt immer nicht alles. Mit beiden fertig werden. Nein. Wie gesagt, aber. Nee. Müssen vorher erst. Er geht wohl mal irgendwo hin, keine Ahnung. Was ich mal hier hin. Ein noch mehr. Nix. Wir setzen uns. Oh, ja. Ah, mit einer Kiste. Dann schwert es nicht, ne? Können wir später im Lager gucken, ob das irgendwie am Wert ist. Ah, hängt aber schön. Oh, der Kraft war hier, ja. Quest aktualisiert. Na, du weißt jetzt, wie der Stützpunkt errichtet wurde und wie sein Kron das in letzten Tage verbracht hat. Die Aufzeichnungen sagen, dass Kommandanten Asturian den Stützpunkt im geheimen Gebiet erweitert und irgendwo Soldaten gibt, etwas Wichtiges versteckt haben könnte. Lass ihn mal bitte finden, aber wir werden ihn nicht spüren. Ja, warte mal. Da habe ich jetzt auch irgendwas gesehen. Wir haben jetzt alle Codex Einträge, dann müssen wir auch spielen. Das war ein Drast oder was? Sieht so aus. Schon aufsagen, ja. Gut. Jetzt müssen wir halt im nächsten Schritt, wenn Sophia und der Arianus sich treffen, halt Arianus verraten und ihn töten. Dann schließen wir jetzt Sophias Portal und bla. Okay. Ja, ich will das machen. Und dann brauche ich den dann da. Ich kann mal gucken, was wir schaffen. Ich weiß nicht. Motorenausgang. Ich muss jetzt auch noch da kommen. Nee, das ist schon zum hier in einem anderen Part. Bis dann. Tschüss.